Wir haben das Thema finanzielle Bildung für uns als ein Thema. Und uns ist wichtig, dass wir die Jugendlichen auch auf das Thema Geldanlage vorbereiten. Und da lag es uns nahe, die A-Jugendmannschaft des HSV und Ball einzuladen. Ein Martin Schwalb berichtet mal live von seinem Sportlerleben, von Tiefen und Höhen. Und richtet auch einen Appell an die jungen Leute nach dem Motto, seid euch eurer Sache nicht zu sicher. Es ist nicht natürlich, dass sich jeder, der in der Jugend gut ist oder der da auf Nummer 1 ist, auch automatisch im Seniorenbereich eine Profikarriere machen kann. Dazu kommen natürlich noch diverse Jungs, die ich gesehen habe. Und das sind natürlich die schlimmsten Fälle, die habt ihr auch schon bestimmt alle gesehen. Also Jungs, die das Knie kaputt machen, die Schulter kaputt machen, wo irgendwas passiert. Hoffentlich passiert es keinem von euch, die dann ihr Leben lang damit Probleme haben. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Irgendwann werdet ihr 35. Könnt ihr euch heute noch gar nicht vorstellen, aber es wird passieren. Ja, so die Welt nicht stehen bleibt. Und mit 35, 36 ist dann vielleicht auch mal Schluss. Und das ist genau die Gefahr, die man einfach bei uns in unserem Sport hat, dass du von einer Sekunde auf die andere dastehst und nicht mehr das Geld verdienst, das du für den Handball bekommst. Und wenn ihr euch das vorstellt, das ist dann schon ein bisschen was, wenn du eine gute Karriere gemacht hast, ist schon ein bisschen was am nächsten Ersten, der kommt sofort, dann müsst ihr das Auto, das Haus, die Kinder, den Urlaub, die Waschmaschine, das müsst ihr trotzdem alles weiter bezahlen. Es ist auf jeden Fall interessant, so zu hören, was für Geschichten die haben, wie das gelaufen ist. Das läuft ja nicht immer so rund. Und auf jeden Fall interessant, so mitzubekommen, wie das bei denen gelaufen ist einfach. Also, wenn ich ehrlich bin, hätten wir heute das Gespräch hier nicht geführt, hätte ich vielleicht auch erstmal gesagt, ich kaufe mir erstmal einen Fernseher oder die neuesten paar Schuhe. Aber ich glaube, weil das heute angesprochen wurde, würde ich vielleicht eher mit meinen Eltern drüber reden. Die haben auch Erfahrung mit Geld und dann halt gucken, wie ich am besten damit umgehe und vielleicht auch dann den Rat bei der Bank suche. Ich glaube, das wäre das Schlauste.